Dankeschön. Ja, es stimmt schon, Köln ist speziell. Ich gebe es ja zu. Mir fallen selber immer wieder seltsame Dinge in Köln auf. U-Bahn-Ansagen zum Beispiel. In Köln haben wir zum Beispiel die U-Bahn-Ansage: Liebe Fahrgäste, bitte benutzen Sie zum Einsteigen alle Türen. Also Freunde, ich habe es echt probiert, ja. Aber nach 3 Türen fährt die scheiß Bahn los. Was soll ich machen? Und ich fand es jetzt lustig, ich habe das gesehen jetzt in Köln bei der KVB, also Kölner Verkehrsbetrieben, haben sie an den Ticketschaltern jetzt eine Diskretionszone. Ja, ihr kennt das, wo man so 2 Meter dahinter stehen muss. Und man muss einfach mal sagen, Diskretionszonen sind sinnvoll. Ja? Bei der Bank oder beim Arzt oder so. Aber bei der U-Bahn? Leute, wie geheim kann dein Ticket sein? Haben die wirklich Angst, dass einer steht und sagt so, hallo, ich muss nach Leverkusen. Und alle in der Schlange so, wo will er hin, wo will er hin? Ich hab's nicht gehört, ich hab's nicht, wo? Und das Allergeilste aber in dieser Diskretionszone ist, die KVB hat jetzt eine Diskretionszone. Die Angestellten an den Schaltern sitzen aber hinter einer Glasscheibe mit Lautsprecher. Das heißt, du stehst da als Kunde und sagst, guten Tag, ich möchte bitte nach Bonn. Und dann hörst du nur so ein Bonn einfach oder hin und zurück. Entschuldigung, da hinten würden Sie bitte die Diskretionszone einhalten. Gar keinen Sinn. Aber ich freue mich immer wieder, ich freue mich mal wieder in Leipzig sein, ich freue mich überhaupt mal wieder in Deutschland zu sein, tatsächlich, weil ich war kürzlich ein halbes Jahr auf Reisen, tatsächlich, ja, halbes Jahr. Ich war sehr viel in der Sonne, habt ihr vielleicht gesehen, guck mal hier, Wahnsinn, oder? Ich bin brauner als Gauland, Wahnsinn. Ich hab Zeit. Nein, es war sehr schön. Ich war ein halbes Jahr unterwegs mit meinem Mann. Hat der Mann gesagt? Ja. Heißt er, ist mit dem Mann verheiratet? Ja. Muss er das nicht erklären? Nein. So, weiter geht's. Nein, es ist durch das Thema, oder? Ganz im Ernst. Ich finde wirklich, es ist durch. Wir waren sehr viel mit dem Auto unterwegs. Es war ganz lustig. Wir waren unter Auto. Es ist zum ersten Mal passiert, dass uns jemand entgegengeschrien hat: Schämt euch! Und ich so: Weil wir schwul sind? Nein, weil ihr Diesel fahrt. Fand ich gut. Ich war ja fast froh mal für so einen Gefühlsausbruch, weil, sagen wir es mal ganz ehrlich, das ist nicht unser Fachgebiet in Deutschland, oder? Kann das sein? Mir ist aufgefallen, wir waren auch in Argentinien zum Beispiel, und wenn ein Argentinier sich aufregt, das merkst du. Das merkst du wirklich, Argentinier flippt einfach aus, weißt du, der lässt alles raus. Weißt du, da wird gebrüllt und geschrien und gekloppt und die Oma angezündet. Und danach ist aber wieder gut, ja? Außer für die Oma. Und die Deutschen sind anders, wir können das nicht so, wir können das nicht so rauslassen. Ja, das finde ich schade, weil der Argentiner, weißt du, der lässt alles raus, 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 raus und abends gibt's Barbecue. Ja? Der Deutsche frisst alles in sich rein, 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 rein und abends gibt's Weltkrieg. Das ist schade, das ist falsches Konzept. Ja. Mir ist wirklich aufgefallen, als wir wieder kamen, gerade so im Straßenverkehr. Ja, ich stand an der Ampel, nee, ich bin mit dem Fahrrad gefahren, genau, ich bin mit dem Fahrrad gefahren und da hat mich einer überholt und scheinbar bin ich irgendwie so 2 Millimeter zu weit links gefahren, so jedenfalls. Er überholt mich und schnauzt mich total an, weißt du, mal so, typischen deutschen Protestlaut, weißt du, dann regt er sich tierisch auf, ja, und zieht an mir vorbei, ja. So, jetzt ratet mal, wen ich an der nächsten Ampel wieder getroffen habe. Und ich konnte es mir auch nicht verkneifen, ich stelle mich dann neben mir mit meinem Fahrrad und frage so, Entschuldigung, Sie wollten mir gerade irgendwas sagen, ich hab's, und er wird so. Ich so, nee, jetzt erzählen Sie doch mal, wir haben doch jetzt Zeit, jetzt lassen Sie es doch mal raus. Dann geht die Ampel auf grün, ja? Er tritt in die Pedale und schießt los und schreit aber noch so, oh, Arschloch. So, jetzt muss man dazu sagen, Köln hat sehr viele Ampeln. Leute, ich bin mit dem bis nach Leverkusen gefahren, das macht mir scheißegal. Aber es wurde noch getoppt. Ich habe noch eine andere Frau gesehen, auch Radfahrerin, die ist so vom Radweg runtergeschert irgendwie. Und ein Autofahrer musste ausweichen, hat sich total aufgeregt, macht das Fenster runter und schreit so, geh auf den Radweg, du dumme Kuh. Ja. Und sie dreht sich zu ihm und hält an und nimmt den Helm ab. Und ich dachte mir, geil, jetzt gibt's Kloppe. Jetzt, die verprügelt den jetzt mit ihrem doppelschlitzbelüfteten Uwex-Sicherheitshelm. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen und sie dreht sich zu ihm, aber was schreit sie? Sie schreit, es gibt aber laut Straßenverkehrsordnung keine Radwegbenutzungspflicht bei unzureichender Fahrbahnbeschaffenheit. Und ich sage, das kannst du nicht wenigstens noch die Oma anzünden, geh, das ist... Die einzigen, die das können mit dem Schimpfen, das sind die Berliner.
Das muss ich wirklich mal sagen. Ich war jetzt mal wieder in Berlin und ich bin U-Bahn gefahren und bin in die U-Bahn eingestiegen und hab irgendeinen anderen angerempelt. Also angerempelt ist schon übertrieben. Ich habe ihn touchiert. Ich habe wirklich, also ein Hauch von einer Berührung. Es war wirklich ein völlig aus Versehen. Es war ein Schmetterlings-Bodycheck. Höchstens. Höchstens. Und er dreht sich zu mir und schreit mich an und sagt, ey, hab mal ein bisschen Respekt, du Pisser. Und da dachte ich mir, das ist geil. Das, hab mal ein bisschen Respekt, du Pisser. Weil das dachte ich mir, das ist Deutschland. Weißt du, das ist Deutschland. Da wirst du nicht einfach nur angeschissen, da kriegst du auch gleich noch einen Dialektikkurs dazu. Vielen Dank. Schöner. Markus Bauer!